Guten Mittag, liebe Journalistinnen und Journalisten, und herzlich willkommen hier zu unserem virtuellen Pressbriefing. Hier heute geht es um die US-Zwischenwahlen und die Frage, welche Rolle Desinformation vor dieser Wahl auch spielen kann. Mein Name ist Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur hier beim Science Media Center und mit mir haben wir hier noch zwei Experten und eine Expertin. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie gleich noch im Detail vor. Genau, das Thema an sich ist ja eigentlich klar. Am 8. November sind die Zwischenwahlen in den USA. Da wird die Besetzung des Repräsentantenhauses, ein Drittel des Senats und gut zwei Drittel der Gouverneure neu gewählt. Und wie vor vielen Wahlen, gerade in den USA, gibt es natürlich vorher viel Berichterstattung über Desinformation. Das Thema hat eben gerade viel Aufmerksamkeit. Und heute wollen wir uns die Frage stellen, inwiefern Desinformation den Ausgang dieser Wahl und vielleicht auch von Wahlen generell beeinflussen kann. Worüber wir sonst noch sprechen, hängt natürlich auch von Ihren Fragen ab, aber es kann eben auch um Themen gehen wie den Einfluss von sozialen Medien auf politische Meinungsbildung, welche Desinformationskampagnen vielleicht gerade laufen, Unterschiede auch zwischen den USA oder Deutschland oder auch Österreich und der Schweiz und vielleicht auch der Frage, welche Rolle Twitter nach Musks Übernahme jetzt spielen kann. Dann vor dem Vorstellen noch kurz der Hinweis an Sie da draußen, die Fragen bitte über die Fragefunktion von Zoom zu stellen. Dann können Ihre Kolleginnen und Kollegen auch die Fragen sehen und es gibt weniger Doppelungen. Also bitte das F&A-Modul unten benutzen und nicht den Chat. Genau, die Expertise von unseren Expertinnen und Experten überlappt sich zum Teil ein bisschen. Trotzdem werde ich jetzt noch mal kurz einen Satz zur Kernexpertise mit dem Blick auf das heutige Thema sagen. Die beschränkt sich jetzt natürlich nicht nur darauf, aber damit Sie draußen auch kurz wissen, warum wer jetzt hier quasi angefragt wurde, hier bei uns mitzusitzen. Als erstes haben wir Professor Dr. Andreas Jungherr. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Politikwissenschaft, insbesondere Steuerung innovativer und komplexer technischer Systeme an der Universität Bamberg. Und genau, heute ist er da, um etwas zum Bezug auf Wahlen, das politische System und wie es eben politisch in den USA aussieht, zu sagen. Dann haben wir Professor Dr. Christian Hoffmann. Er ist Professor für Kommunikationsmanagement am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Leipzig. Und er ist so ein bisschen der Desinformations-Allrounder hier, der die Desinformationsthemen generell so ein bisschen besprechen kann. Und zuletzt haben wir Professor Dr. Judith Möller. Sie ist Associate Professor für politische Kommunikation und Journalismus an der University of Amsterdam in den Niederlanden. Und sie kann so ein bisschen den Bezug zu sozialen Medien und politischer Meinungsbildung, insbesondere durch traditionelle oder eben auch soziale Medien, herstellen. Genau, jetzt haben wir noch kurz einige Eingangsfragen. Da wird dann jede Person kurz ungefähr fünf Minuten was sagen und danach kommen wir zu Ihren Fragen. Genau, dann fangen wir mit Ihnen an, Herr Jungherr, und der Frage, wie sieht es eigentlich momentan mit der politischen Situation in den USA aus, direkt vor der Wahl? Und was glauben Sie, welchen Einfluss Desinformation vielleicht auch auf diese konkrete Wahl haben kann? Ja, herzlichen Dank, Herr Zimmermann. Wir schauen, wie, ich glaube, die letzten 10 Jahre voller Spannung auf die USA und es sieht so aus, als wäre keine Wahl langweiliger als die vorige. Was natürlich aus wissenschaftlicher und journalistischer Perspektive ganz hervorragend ist, aus demokratischer Perspektive wahrscheinlich oder aus demokratietheoretischer Perspektive wahrscheinlich nicht so. Da schätzt man es ja eher, wenn es alles ein bisschen langweiliger und weniger krisenbehaftet wird. Aktuell sind die Midterms natürlich von großem Interesse. Man muss darüber nachdenken oder darüber sprechen, dass die Midterms ein Spezifikum des amerikanischen Systems ist. Dass man dort eben aus guter amerikanischer politischer Tradition ein hohes Misstrauen gegenüber gewählten Vertretern hat und da deshalb diese Checks and Balances etabliert hat, sodass dort tatsächlich eben alle 2 Jahre entweder das Repräsentantenhaus komplett neu besetzt wird und dass der Senat eben zum großen Teil neu besetzt wird. Aktuell haben wir da, glaube ich, 35 Senatssitze, die neu besetzt werden, von 100 insgesamt. Das wird dann eben letztlich immer so eine Art Plebiszit über den Erfolg der herrschenden Regierung, also der Abstimmung über die Regierungspartei und den Erfolg des jeweiligen amtierenden Präsidenten. Also dass wir dort immer letztlich eben, wie in Deutschland ein Stück weit halt auch eben in den Landtagswahlen, großen Landtagswahlen, häufig davon ausgehen, dass wir es hier mit einer, dass es hier in der Regierungspartei passieren kann, dass sie hier eine negative Reaktion auf die Einschätzung ihrer Regierungshandeln bisher
erfahren kann. Und genauso, wenn wir jetzt eben auf die USA schauen, da sehen Sie eben in den aktuellen Prognosen, dass es relativ eng wird. Also dass hier, dass, wie auch in den letzten Wahlen immer, alles spitz auf Knopf steht. Und dass es tatsächlich eben für die Demokraten gefährlich werden kann, was ihren Einfluss eben im Senat und im Repräsentantenhaus bei solchen betrifft, was natürlich für Präsident Biden und seine zuerst mal verbleibende Amtszeit von 2 Jahren und seiner Policy Agenda ein gewisses Risiko beinhaltet. Insofern ist da sehr, sehr viel Spannung drauf und was von Beobachterseite natürlich auch viel Interesse da bedeutet. Gleichzeitig ist es so, dass in diesen Midterm-Elections eben tendenziell weniger Leute zur Wahl gehen als in den Präsidentschaftswahlen. Das heißt also, dass hier eben auch sie es mit einem Wahlkampf zu tun haben, der stark von Aktivistinnen und Aktivisten und bereits politisch motivierten und interessierten Menschen mitbestimmt wird, was dann natürlich für Wahlkämpfer eine etwas größere Herausforderung darstellt, weil hier eben die Frage weniger des Überzeugens ist, sondern die Frage des Mobilisierens der eigenen Basis. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, spielen aktuell Desinformationen, wie jetzt zum Beispiel die Frage nach der verlorenen oder gewonnenen Präsidentschaftswahl, also wie legitim ist tatsächlich Biden als Präsident, dieses Anzweifeln der Legitimität dieses Ereignisses oder dieser Wahl, die ja als Desinformation charakterisierbar ist, spielt sicherlich eben eine große Rolle, sowohl in der Mobilisierung republikanischer Aktivisten, die natürlich eben aufgeputscht werden mit der Basis, dass es eben keine legitime Wahl war, genauso auf der Basis von demokratischen Aktivisten, die natürlich aufgeputscht werden mit der Information darüber, dass die Republikaner hier eine legitime Wahl als solches stürzen oder rückgängig machen wollen. Also insofern ist es sicherlich so, dass eine große breit geteilte Desinformation hier eine Rolle spielt. Ob das allerdings eine wahlentscheidende Rolle spielt, ist offen, weil sie es hier eben mit einem mobilisierenden Effekt auf beide Seiten haben. Unter Umständen haben sie es aber auch mit einem demobilisierenden Effekt zu tun auf der Mitte der Gesellschaft, die dann halt eben sagt, ja gut, ich wusste also, Demokratie oder Politik und politische Aktivisten sind ganz unerträglich, weil wir hier eben mit einer unglaublichen Intensität von Aktivisten gerade zu tun haben und jeder von uns, der, sagen wir mal jetzt nicht die persönliche, eine persönliche Deformation hat und sich allzu häufig eben die Politikspalten der Tageszeitung anschaut, aus beruflichem Interesse oder persönlichem. Ich glaube, da spürt man dann natürlich eben auch eine Demobilisierung, die da möglich wird. Und insofern, glaube ich, spielt hier diese Desinformation eine Rolle. Hier kann man dann nochmal drüber reden, ob das dann tatsächlich ein digital getriebenes Phänomen ist. Aber diese Desinformation spielt eine Rolle. In welche Richtung sich das jetzt auszahlt oder in welche Richtung diese Wirkung jetzt einzahlt, glaube ich, ist aber steht noch offen und da werden wir dann voller Begeisterung auf die Umfrageforschung der nächsten 3 Jahre schauen, um dann zu sehen, welchen Effekt das gehabt hat. Ja, vielen Dank, Herr Jungherr. Dann an Sie, Herr Hoffmann, die Frage. Gibt es jetzt irgendwelche Beispiele von Desinformationskampagnen, vielleicht auch vor der Wahl? Und was ist generell der Stand der Forschung zum Einfluss von Desinformation auf Wahlen? Ja, vielen Dank. Also generell ist meine Beobachtung, dass ein sehr großer Teil der Forschung zur Desinformation in westlichen Ländern gesammelt wurde. Also wir wissen sozusagen über westliche Demokratien in der Hinsicht deutlich mehr als über nicht westliche und nicht demokratische Länder. Man unterscheidet aber auch unter den westlichen Ländern ein bisschen die Empfänglichkeit, sage ich mal, für Desinformation oder die Vulnerabilität, wenn man so möchte. Es gibt gewisse Einflussfaktoren, die die Bedeutung von Desinformation erhöhen oder reduzieren können. Der Stand der Forschung zeigt, glaube ich, dass wir in Europa hier in einem relativ guten Zustand sind, dass sich unsere politischen Systeme und auch unsere Mediensysteme als recht widerstandsfähig erwiesen haben. Während in den USA manche Kontextfaktoren eher für eine höhere relative Anfälligkeit sprechen. Das ist das stark polarisierte politische System, auch das relativ stark polarisierte Mediensystem der USA. Vor dem Hintergrund ist die USA ein interessanter Fall, um Desinformation zu untersuchen, nicht unbedingt ein Fall, bei dem man alles sozusagen sofort auf Europa oder gar auf andere Länder übertragen kann.
Bei den letzten Wahlen haben wir relativ, also vor allem 2016, natürlich relativ stark auf Desinformation aus dem Ausland geachtet. Da war die Russia Collusion etwas, das uns sehr beschäftigt hat, und die Frage, inwiefern russische Trolle und Hacker und so weiter aus dem Ausland intervenieren. Da, die Kollegen können das gerne einschätzen, auch scheint mir, dass der Forschungsstand relativ ambivalent nach wie vor ist. Also es scheint mir keine klare Evidenz dafür zu geben, dass das einen Einfluss hatte auf die Wahl. Es gab ein, zwei Studien, die das befürworten. Es gab einige Studien, die dagegen sprachen. Aber in der Zwischenzeit hat sich auch der Fokus ziemlich stark verschoben hin auf aus dem Inland stammende Des- oder Missinformation. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns jetzt bei den Midterms vor allem interessiert. Also wenn man sich jetzt anschaut, was sind sozusagen die Themen, die Desinformationsthemen, die jetzt besonders intensiv betrachtet werden, ist das Covid-Thema schon wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und es ist eben, wie Andreas Jungherr gerade gesagt hat, vor allem dieses Thema des vermeintlichen Wahlbetrugs, dieses Election Denialism, das den wesentlichen Fokus hat in den Analysen und ich vermute jetzt auch in den kommenden Studien zur Rolle von Desinformation bei den Midterms. Mir scheint, dass dieses Thema eine sehr hohe Bedeutung haben wird, weil eben in der Republikanischen Partei in diesen inneren Kämpfen und Spannungsverhältnissen rund um Donald Trump das Thema des, wenn man so will, Bekenntnis zum Glauben an die gestohlene Wahl zu so einer Art Identifikationsmarke eines echten Republikaners geworden ist. Und das hat auch in den Primaries eine starke Rolle gespielt, dass häufig sich eher die Kandidaten durchgesetzt haben, die eben gesagt haben, ich glaube an dieses Trumpsche Narrativ, und hat insofern relativ viele Kandidaten sozusagen auf die Wahllisten gespült, die sich in der einen oder anderen Form zu diesem Election-Denial-Narrativ bekennen. Also ich habe eine Analyse gesehen, nach der es zwischen 30% und 50% der Kandidierenden für den Kongress oder für die Gouverneursposten sind. Bei den Senatskandidaten war es ein bisschen tiefer, glaube ich. Aber schon ein erheblicher Anteil der jetzt auf den Listen stehenden Kandidaten haben in irgendeiner Form geäußert, dass sie zweifeln an der Legitimität der Wahl Joe Bidens. Insofern scheint das wirklich einen sehr starken Einfluss gehabt zu haben auf den Diskurs in der Republikanischen Partei und dann in der Reaktion darauf auch wiederum in der Demokratischen Partei. Präsident Biden hat schon zwei Ansprachen gehalten, in der er die Bedrohung der Demokratie betont hat. Und die Demokraten scheinen ja vor allem zu Beginn des Wahlkampfes relativ stark darauf gesetzt zu haben, dass auch die Angst vor der antidemokratischen Ausrichtung der Republikaner etwas sein könnte, das die demokratischen Wähler an die Urne bringt. In einem gewissen Grad scheint das auch funktioniert zu haben. Also ich glaube, der Agenda-Setting-Effekt ist sehr deutlich spürbar. Wenn man sich die Umfragen anschaut, machen sich die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger Angst vor der Integrität ihrer Demokratie oder Wahl, dann stimmen sehr, sehr viele, also 80% teilweise höher, der Bürgerinnen und Bürger zu. Und auch wenn man sich jetzt die aktuellen Umfragen anschaut, was sind Themen, die entscheidend sein werden für die eigene Wahl, ist die Sorge um die Demokratie eines der Top-Themen. Interessanterweise eben auf beiden Seiten, sowohl auf Seiten der Republikaner wie auf Seiten der Demokraten. Mir scheint das, aber da fehlen uns, glaube ich, ein bisschen die ganz aktuellen Daten, jetzt in den letzten Wochen ein bisschen gekippt zu sein. Also es scheint so, dass in den letzten Wochen die ökonomischen Themen, die ohnehin sozusagen an der Spitze standen, noch mal mehr Bedeutung bekommen haben. Und vor allem das Thema Kriminalität scheint sehr viel an Aufmerksamkeit gewonnen zu haben, sozusagen jetzt auf den letzten Metern. Insofern hat vielleicht das Demokratiethema ein bisschen relativ an Bedeutung verloren, aber es war absolut ein zentrales Thema. Und die Frage, wie hältst du sozusagen mit der Wahl Joe Bidens, war vor allem auf Seiten der Republikaner ein zentrales Thema. Vielleicht ein letzter Punkt noch. Mir scheint bei der Kategorisierung dieser Thematik als ein Desinformationsthema wichtig, dass man genau hinschaut und differenziert. Es gibt sehr viele, sehr unterschiedliche, sage ich mal, Äußerungen im Hinblick auf die Anzweiflung der Wahl Joe Bidens. Es gibt sozusagen Hardcore-Election-Deniers, die sozusagen Donald Trump nach dem Mund reden. Aber es scheint mir auch sehr viele etwas moderatere Republikaner zu geben, die in irgendeiner Form signalisieren müssen, dass sie auch Zweifel haben an dieser Wahl. Aber wenn man sich letztlich ihre substanziellen Aussagen anschaut, dann endet das häufig in, naja, sehr allgemeingültigen Aussagen, wie wir müssen sicherstellen, dass unsere Wahlen sicher sind und so weiter, was nicht unbedingt tatsächlich Desinformation ist, sondern dann eben wirklich mehr so ein Zugehörigkeitssignaling ist. Also insofern muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren, inwiefern handelt es sich wirklich substanziell inhaltlich um eine Bezweiflung der Wahlergebnisse oder eben so eine Art Schaufenster-Scheinunterstützung dieser Sichtweise.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Sie hatten jetzt gerade schon den Unterschied zwischen, ja, vielleicht 2016, wo viel darüber geredet wurde, dass Desinformation aus Russland kam, und jetzt möglicherweise jetzt, wo es vielleicht eher aus dem Inland kommt. Kann man denn schon sagen, wer jetzt letztlich die wichtigsten Treiber von Desinformation in den USA sind? Und sind es dann auch einzelne Akteure, also jetzt irgendwie, was weiß ich, Trump und dann wer auch immer? Oder kann man sagen, das ist irgendwie so eine Gruppe und das zieht sich durch die ganze oder durch eine ganze Bevölkerungsschicht? Also der Forschungsstand spricht aus meiner Sicht schon dafür, dass die Desinformation aus dem Inland reichweitenstärker ist und mehr Resonanz erzielt als die Desinformation aus dem Ausland. Wenn man sich jetzt im Moment die Aktivitäten, also die erkennbaren Aktivitäten aus Russland, China, zum Teil aus dem Iran anschaut, ist es eher so eine Amplifikation, also dass sozusagen auf dem inländischen Diskurs aufgesetzt wird und dann bestimmte besonders polarisierende Sichtweisen verstärkt werden. Aber es setzt eben auf dem inländischen Diskurs auf. Und insofern ist die Tatsache, dass über dieses Thema im Inland und durch inländische Akteure so stark diskutiert wird, sicherlich entscheidend. Und der Forschungsstand deutet eben auch gerade im politischen Kontext darauf hin, dass halt die politischen Eliten sehr entscheidend dafür sind, wie die Diskurse verlaufen, welche Themen aufgegriffen werden, welche Themen auch von Anhängern, von Partisans sozusagen aufgegriffen und verbreitet werden. Also dass die Signale, die von der politischen Führung gesetzt werden, sind hier sehr maßgeblich. Und insofern sind natürlich Figuren wie Donald Trump recht entscheidend dafür, ob und welche Art von Desinformation dann von den Anhängern entsprechend verbreitet werden. Ja, danke, Herr Hoffmann. Und dann noch zuletzt die Frage an Frau Möller. Welchen Einfluss haben normale und soziale Medien generell auf politische Meinungsbildung? Und was muss eigentlich passieren, damit Leute wirklich ihre Meinung ändern? Ja, das ist eine Riesenfrage und darüber könnte ich ganz lange reden, aber ich bin so gespannt auf Ihre Fragen im Publikum. Deswegen versuche ich das jetzt so kurz wie möglich zu machen. Ganz im Allgemeinen sind Medieneffekte eigentlich ziemlich klein, auch Kampagneneffekte. Also eine Wahlentscheidung, und damit meine ich sowohl, ob man überhaupt zur Wahl geht und dann auch für wen man wählt, hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Die hängen damit zusammen, wie man aufgewachsen ist, in welcher Umgebung man aufgewachsen ist, mit wem man so in Kontakt war, eigene Ziele, Ideale und so weiter. Und dann spielen die Medien eben auch eine Rolle, aber eben eine kleine. Und innerhalb dieser Medien muss man ja dann auch wieder unterscheiden in die verschiedenen Medien, die klassischen Medien und eben dann die Online-Medien. Und in beiden kommt Desinformation vor. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man kein Facebook hat, dass man dann gefeit wäre vor Desinformation. Dazu gibt es auch einige interessante Studien. Also die Effekte sind klein, sie sind aber da. Was interessant ist an dieser Wahl ist ja, dass es um einzige, also gerade das Rennen im Senat ist ein sehr heißes Rennen und es geht zum Teil um einzelne Bundesstaaten, heißt das so für Amerika? Also zum Beispiel Pennsylvania. Pennsylvania ist wirklich sehr heiß umkämpft. Und da kann es dann sein, dass nur wenige Stimmen den Unterschied machen, also das Wahlergebnis beeinflussen. Und dann lohnt es sich auch sehr gezielt, Leute zu bewerben und dazu eben auch die Mittel der digitalen Kommunikation einzusetzen, um sehr gezielt diese schwebenden Wähler zu erreichen, eben auch mit Desinformation. Und das wissen wir eben was wir inzwischen wissen, aus der ganzen Cambridge Analytica-Zeit, dass damals eben sehr gezielt Wählergruppen angesprochen wurden, um sie zu demobilisieren, unter anderem auch mit Desinformation. Und demobilisieren heißt nicht, dass man versucht, jemanden zu überzeugen, doch für eine andere Partei zu stimmen, sondern zu Hause zu bleiben und gar nicht an der Wahl teilzunehmen. Und das hat eben einen längerfristigen, sehr negativen Effekt, dass man eben Leute dazu bringt, nicht mehr an der Demokratie teilzunehmen und diese Rolle als Bürger nicht mehr auszufüllen, worüber man sich auch sehr Sorgen machen kann. Ja, mit der Demobilisierung haben Sie schon einen sehr interessanten Aspekt angesprochen. Das spielt ja auch so ein bisschen in diese Strategie von Russland, quasi den Zweifel zu säen und den Glauben an die Demokratie zu unterminieren. Kann man denn da sagen, wie groß die Effekte sind? Also kann man da jetzt wirklich irgendwie etwas genauer das machen oder ist das auch noch nicht so wirklich klar? Die Forschung in diesem Feld ist unglaublich schwierig, eben weil, um das genau beantworten zu können, müsste man Experimente durchführen. Die sind aber nicht valide genug, weil das eben so eine komplexe Wahlsituation nicht einfangen kann. Wenn man das im Feld untersucht, kann man nicht genau genug herausfinden, welche Faktoren jetzt genau eine Rolle gespielt haben,
So, wir versuchen uns natürlich, das so gut wie möglich hinzubekommen. Und da finden wir eben, dass diese Effekte sehr klein sind, aber statistisch signifikant. Was bedeutet, es gibt sie, aber sie sind sehr klein. Jetzt kommt noch dazu, ganz spezifisch, alle Forschungen, die mit um Microtargeting geht und diese Themen, funktionieren im Augenblick sehr schlecht, weil wir als WissenschaftlerInnen eigentlich keinen Zugang zu den Daten haben, die wir haben müssten, um die Frage letztendlich zu beantworten. Also es bleibt ein bisschen im Dunkeln, aber die Effekte sind da und sie sind signifikant. Dann habe ich hier noch eine etwas größere Frage. Ich gebe am Ende auch noch mal eine Zusammenfassung, also nicht davon verunsichern lassen, dass ich jetzt ein paar Sätze brauche, um zum Punkt zu kommen. Aber ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich anguckt, dass Radikalisierte oder wenn man sie MAGA-Republikaner nennen möchte, dass die bewusst Lügen verbreiten, wie zum Beispiel, dass das Wahlergebnis gefälscht ist, sind das dann Sachen, die von der gesellschaftlichen Mitte akzeptiert werden? Und glauben die Wähler das auch? Oder sagen die eher, es könnte ja sein, die Frage wird man ja wohl noch stellen dürfen und können dann quasi für sich selber rechtfertigen, solche radikalisierten Republikaner weiterzuwählen, im Gegensatz dazu, dass sie in einem, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vernünftigen System, in dem Lügen stark verpönt wären, eigentlich diese Leute nicht mehr wählen würden. Also zusammengefasst, wir haben ja viel, also wir haben ja auch schon darüber geredet, dass Desinformation vielleicht weniger eine mobilisierende Wirkung hat, aber kann es vielleicht hier die Wirkung haben, dass zwar nicht mehr Leute die Republikaner wählen, aber Leute die Republikaner weiterhin wählen, die zu normalen Zeiten wegen der vielen Lügen eigentlich schon längst abgesprungen wären. Also dass es so ein bisschen daran halten kann, die zu wählen. Ich habe mir das jetzt hier unter Politik und damit für Sie, Herr Jung, hier aufgeschrieben, aber da kann sich gerne jeder zu äußern, der möchte. Ja, es ist eine, also ohne jetzt das Fass aufzumachen, was eine politische Lüge ist und was eine zweckmäßige Übertreibung ist. Der Punkt ist ja der Wahlkampf. Also Wahlkampf ist ja immer eine Zeit, wo sich die Beteiligten ein Stück weit aneinander abarbeiten und darüber streiten, was jetzt hier tatsächlich als Fakt gelten kann. Ich glaube aber, was hier ganz interessant ist, sich mal die Frage zu stellen, also was wäre denn, also was wäre denn hier, also was glauben wir, würde passieren, wenn wir es mit einer normalen Wahl zu tun hätten, ohne diese Lügen, Übertreibungen oder Verschwörungstheorien, die im Raum stehen? Also wie würde jetzt zum Beispiel die Wahlforschung sagen, würden diese Midterms normalerweise ausgehen? Und wenn man sich das anschaut, glaube ich, würden die normalen politischen oder politikwissenschaftlichen Modelle würden sagen, wir erwarten einen starken Gewinn der Republikaner. Denn wir haben es einfach damit zu tun, dass die wirtschaftliche Lage sehr, sehr schwierig ist. Wir haben es mit einer hohen Inflation zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass die Zentralbank die Zinsen angehoben hat, was negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird, was in den USA immer eine direktere und eine stärkere Wirkung hat, als es jetzt zum Beispiel in einem System wie Deutschland der Fall ist, wo dann halt Arbeitgeber es tatsächlich direkt auch an ihre Arbeitnehmer weitergeben können, indem sie halt dann ziehen lassen. Das heißt also, wir haben es mit einer sehr, sehr schwierigen ökonomischen Situation zu tun, die sehr, sehr viele Menschen dort trifft. Wir haben es mit einem Präsidenten zu tun, also der zumindest jetzt auch nicht unumstritten ist, also auch in der eigenen Partei. Also auch hier haben sie es eben mit einem Problem zu tun. Und insofern ist eher die Knappheit dieser aktuellen Prognosen das Erstaunliche. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass letztlich die Sorge, die mit den MAGA-Republikanern verbunden ist, tatsächlich dazu führt, dass die Republikaner eine Dämpfung erfahren oder dass ihre Erwartungen gedämpfter sind als normalerweise vermutet oder als wir in der normalen Wahl erwarten würden. Insofern würde ich hier sagen, also das ist schon dafür, dass es dafür spricht, dass zumindest mal bei der Gesamtbevölkerung, also dieses öffentliche Signaling, als Angehöriger dieser Big Lie zu sein oder auch eben tatsächlich amerikanische Wahlinstitutionen, demokratische Institutionen anzuzweifeln, dass das eben mit einem negativen Effekt in der Gesamtbevölkerung verbunden ist. Also mir scheint auch, dass manche, auch die Demokraten selbst, von der Knappheit dieser Wahl auf eine gewisse Hinsicht vielleicht doch auch überrascht sind. Es gab im Vorfeld in manchen Wahlkreisen die Taktik der Demokratischen Partei,
in die republikanischen Vorwahlen einzugreifen und dort eher die radikalen Kandidaten zu unterstützen, in der Erwartung, dass diese dann abstoßend auf die Wählerinnen und Wähler wirken würden. Und das scheint zu Beginn tatsächlich relativ gut funktioniert zu haben. Wenn man nur ein paar Wochen in die Vergangenheit schaut, haben in vielen Wahlkreisen die Demokraten ziemlich deutlich geführt. Und jetzt eben auf den letzten Metern, gerade in den letzten Wochen, scheint die Stimmung doch relativ stark gekippt zu sein. Der Fokus ist eben mehr auf das Thema Inflation, Ökonomie, Kriminalität gerutscht, was halt Themen sind, die den Republikanern zugutekommen. Und jetzt sind auf einmal Kandidaten kompetitiv auf Seiten der Republikaner, die man vorher als eigentlich wahrscheinlich unwählbar betrachtet hätte und die wenig Chancen gehabt hätte. Also dieser Stimmungsumschwung in den letzten Wochen ist jetzt möglicherweise mit der Herausforderung verbunden, dass einige Kandidaten ins Parlament gespült werden, wenn man so will, die eigentlich aufgestellt oder unterstützt wurden in der Hoffnung, dass die eben so, jenseits des Konsenses stehen, dass sie für die meisten Menschen nicht wählbar sein werden. Okay, also auch das kann ein zweischneidiges Schwert sein. Dann haben wir eine Frage von außen. Vielleicht erstmal an Sie, Frau Möller, ansonsten ist das, glaube ich, auch eine für alle. US-amerikanische TV-Sender wie Fox News betreiben ja bereits seit geraumer Zeit eine Berichterstattung, die oft zwischen Polarisierung und Desinformation einzuordnen scheint. Gibt es Ihrer Meinung nach relevante Medienhäuser, die über Parteigrenzen hinweg US-Bürgerinnen und Bürger erreichen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Häufig wird ja die Polarisierung in Amerika mit den sozialen Medien in Verbindung gebracht, aber wie die Frage schon zeigt, es hat schon vorher angefangen und die Gründung von Fox News hat eine ganz wichtige Rolle dabei gespielt. Und das heißt, im Rundfunkwesen ist tatsächlich die Polarisierung sehr stark durchgeführt, dass eben auf der einen Seite Fox News ist. Und besonders, wenn man ins Publikum schaut von den anderen, also CNN, ABC, NBC und so weiter, die sind alle eher im demokratischen Raum angeordnet. Also ich habe es jetzt konkret über das Publikum von diesen Fernsehsendern. Natürlich gibt es auch noch viel mehr Nachrichten, Möglichkeiten, Nachrichten zu rezeptieren in Amerika. Es gibt die großen Zeitungen, die versuchen, ihrem eigenen, also die versuchen, so neutral wie möglich aufzutreten, wird natürlich nicht so erlebt. Donald Trump hat es ja auch häufig sich da ausgesprochen über die New York Times und so weiter. Aber eigentlich ist die Editorial Mission von diesen großen Zeitungen, um die breite Masse abzudecken. Was ganz wichtig ist und was ein großer Unterschied ist zwischen Amerika und eben Deutschland und Europa, ist, dass die politische Bildung im Allgemeinen und das politische Interesse im Allgemeinen viel niedriger ist. Häufig, wenn wir so reden über Amerika, dann wirkt es so, als wären alle Amerikaner wahnsinnig polarisiert. Aber die große Mehrheit der Amerikaner ist gar nicht so polarisiert, sondern eigentlich vor allen Dingen gar nicht so interessiert in Politik. Was den Nachteil hat, dass, wenn sie dann durch Desinformation erreicht werden, es dann auch an Resilienz fehlt, die richtig einordnen zu können. Gut, dann noch eine Frage vielleicht erstmal an Sie, Herr Hoffmann. Es gab ja jetzt diesen Pelosi-Vorfall, dass da quasi in das Haus von Nancy Pelosi dann bei ihrem Mann eingebrochen wurde und der angegriffen wurde. Ist das nicht ein klassisches Beispiel dafür, wie Desinformation eine Wirkung entfalten kann? Also in diesem Fall geht es mir jetzt nicht um die Radikalisierung des Täters, sondern quasi, was danach passiert ist, dass dann ja von republikanischer Seite dann viele Gerüchte gestreut wurden, dass das vielleicht irgendwie, dass der Mann dann vielleicht irgendwie ein Prostituierter war, den der Mann von Nancy Pelosi sich da eingeladen hat, dass der betrunken war oder was auch immer. Und können solche Sachen Menschen aus der Mitte nicht doch beeinflussen, gerade wenn das immer mehr Traktion bekommt und dass man denkt, okay, ja, die Demokraten, da geht doch irgendwie wirklich nicht alles mit rechten Dingen zu. Also eben beim ersten Teil sozusagen der Frage, inwiefern kann jetzt so ein Vorfall zurückgeführt werden auf Desinformation, da wäre ich ausgesprochen schwierig. Wir wissen, dass Radikalisierung ein unglaublich komplexer Prozess ist mit sehr, sehr vielen Einflussfaktoren. Und wie Frau Möller gesagt hat, Medien spielen da sicher auch eine Rolle, aber eben das ist einer von vielen Einflussfaktoren. Das gilt auch für die Radikalisierung. Insofern und in diesem spezifischen Fall, soweit ich das jetzt verfolgt habe, scheint es sich ja um eine psychisch sehr labile Persönlichkeit gehalten zu haben. Bei dem Täter ging es mir auch gar nicht, also mehr so um das, was danach passiert ist. Bei dem Täter ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu spekulativ im Moment.
Also mir scheint, dass dieser Vorfall auf Seiten der Demokraten relativ stark aufgegriffen wurde, um zu signalisieren, wie gefährlich eben die MAGA-Republikaner sind oder die, ich weiß gar nicht genau, Biden hatte jetzt zum Schluss irgendwie noch so eine Formulierung, die irgendwie Hyper-MAGA oder sowas Republikaner, um das nochmal weiter zuzuspitzen. Ich glaube, das ist auf der demokratischen Seite relativ stark rezipiert worden und sozusagen vorgezeigt worden als ein Beispiel dieser Gefährlichkeit, dieser Election Denialism und dieser Radikalisierung der Republikaner. Mir scheint gar nicht so sehr, dass das jetzt auf der republikanischen Seite so stark rezipiert wurde, weil natürlich der Vorfall auch nicht eher, also nicht vorteilhaft ist für die Republikaner. Insofern würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass die republikanische Seite diesen Vorfall jetzt sehr stark nutzt, um in irgendeiner Form Stimmung zu machen. Vielleicht im Anschluss dazu, also ich glaube, das passt sehr, sehr gut zu dem, was Frau Möller gesagt hat, also dass wir es mit großen Schwierigkeiten zu tun haben, dieses Themenfeld eben empirisch solide zu messen. Also dass wir dann eben sagen können, okay, das ist tatsächlich der Effekt oder das ist der kumulative Effekt von unterschiedlichen Kommunikationsinterventionen, den Menschen da begegnen. Und was dann passiert, ist letztlich, dass wir uns an den Anekdoten festmachen. Also, dass wir dann halt sagen, oh, also da gab es diese einen total absurden Fall, wo ich den einen Republikaner, die eine Republikanerin getroffen habe, die mir einen totalen Blödsinn erzählt hat. Lass uns mal eine Reportage darüber machen. Also, und was dann halt eben entsteht, ist so eine Art Berichterstattung oder Wahrheit durch Anekdote. Und Anekdoten, wie wir auch aus der Medienwirkungs- oder Mediennutzungsforschung kennen, sind dann besonders stark, wenn sie überraschend sind und counterintuitive und scandalous. Und deshalb ist halt, glaube ich, eben das, was hier passiert, und ich glaube, das bezieht sich auch auf die Frage, die sich auf Fox News bezieht, wir konzentrieren uns immer auf die wirren Outlier. Also wir schauen auf die USA und sagen, wie kann denn das sein, dass das hier passiert? Und es hängt halt damit zusammen, dass wir uns immer das Interessante anschauen. Also wir schauen uns die interessanten Outlier an und vergessen halt letztlich eben die normalen, die normalen Wählerinnen und Wähler oder auch die normalen republikanischen Wähler und Wählerinnen, die dann halt auch eben zunehmendes Frustrationspotenzial seit 2016 haben, weil es halt immer heißt, es muss ja Desinformation sein, sonst hättest du ja nicht diesen komischen Kandidaten wählen können. Und das führt dann halt auch dazu, dass dort dann immer eine höhere Distanz dann zu solchen Medien auftreten, die halt diesen Schocktourismus machen, wenn sie ins Hinterland fahren und sich da Republikaner rausgreifen, was die dann für komische Sachen glauben. Und ich glaube, da muss man halt auch sehr, sehr vorsichtig sein, eben in der wissenschaftlichen Bewertung und halt auch in der journalistischen Berichterstattung, dass wir halt eben nicht immer nur auf die wirrsten Personen und auf die wirrsten Verschwörungstheorien draufhüpfen und sagen, boah, das ist spannend, weil wir dann halt auch eben in so einer Aufmerksamkeitsökonomie solche, sagen wir mal, blödsinnigen Positionen und das Äußern von solchen blödsinnigen Positionen halt auch fördern, weil wir dann halt sagen, also je absurder ich bin als Kommentator in meinem professed belief, also meinem vorgegebenen Glauben an was, desto mehr Airtime bekomme ich. Und desto mehr Airtime bekomme ich dann vielleicht auch bei CNN, dann macht die New York Times macht bei mir ein Feature, wie es bei mir zu Hause aussieht und wie ich sowas glauben kann. Und plötzlich werde ich halt zu so einem Star meiner eigenen Community oder meines eigenen Lagers. Und ich glaube, da muss man sehr, 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 sehr vorsichtig und auch abwägend sein, eben in dem, was dort passiert. Und die Leute halt auch einfach hinterfragen, ob sie denn tatsächlich glauben, was sie hier sagen. Oder ob das jetzt halt einfach nur deren Stick ist, um letztlich entweder eben in ihrem eigenen Mediensystem oder halt eben in der Präsenz beim politischen Wettbewerber, um hier Sichtbarkeit zu erreichen. Vielleicht eine Frage nochmal an Sie, Frau Möller, weil wir eben darüber gesprochen haben, ob Sie polarisierende Tendenzen, also solche polarisierenden Tendenzen auch in der deutschen Medienlandschaft sehen, die jetzt ähnlich wie in den USA sind. Also zum Beispiel Gemeinsamkeiten zwischen den Fox News Anchors wie Hannity, Ingraham oder Carlson und ob es da vielleicht auch im deutschen Boulevardfernsehprogramm ähnliche Äquivalente sozusagen gibt. Ja, ist eine schwierige Frage. Ich wohne ja gar nicht in Deutschland, also alles bekomme ich nicht mit. Erstmal zu diesem Punkt Polarisierung, also dieses Wort oder dieses Konzept kommt aus Amerika und funktioniert eben in einem Wahlsystem, in dem es genau zwei Parteien gibt und es liegt daran, an diesem Winner-Takes-All-Principle. Also dass es genau zwei Pole gibt, die sich eben so auseinander bewegen, das ist ein sehr amerikanisches Phänomen und passt nicht so in mehr Parteien, politische Systeme wie in Deutschland.
dass wir uns ein bisschen voneinander entfernen und uns weniger gut verstehen, das ist schon was, was ich beobachte, gerade auch in der Pandemie. Das ist auch was, zu dem ich mir Sorgen mache. Aber dazu würde ich gerne was aufgreifen, von das Herr Jungherr gerade auch gesagt hat. Es ist das eine, dass das passiert mit Menschen und dass wir das auch auf sozialen Medien beobachten. Das andere ist, inwieweit das dann amplifiziert wird und wiederholt wird und größer gemacht wird und breiter gesellschaftlich diskutiert wird. Wieder zurückkommend auf die Desinformation in Amerika. Ne? Trump hatte eine gewisse Reichweite mit seinen Tweets auf Twitter, als er noch da war, und hat da viel Desinformation verbreitet. Aber wirklich verbreitet hat sich diese Desinformation vor allen Dingen über die ganzen klassischen Medien, die das dann aufgegriffen haben, in die Abendnachrichten gepackt haben, in der Zeitung besprochen haben und so weiter. Und so konnten sich diese Desinformationen sehr weiter verbreiten. Das bedeutet, dass wenn wir diese Tendenz der Polarisierung nicht wollen, oder vielleicht würde ich das eher als Fragmentierung beschreiben, dann sollten wir darüber nachdenken, ob wir die richtigen Tendenzen fördern und welche, worauf wir hören, welche Nachrichten wir uns anschauen wollen und vielleicht mehr auf das Gemeinsame schauen als auf das, was uns trennt. Ich würde gerne vielleicht noch einen Punkt erwähnen, weil wir jetzt schon ein paar Mal Fox News angesprochen haben. In den USA gibt es ja einen sehr lebendigen Polarisierungsdiskurs. Einige Kollegen vertreten die Ansicht, es gäbe eine asymmetrische Polarisierung, also sozusagen die Rechte oder die Republikaner radikalisieren sich und die Demokraten oder die Linke nicht. Das scheint mir noch eine offene Frage zu sein, wie plausibel diese Annahme ist. Aber ich denke, wenn wir über die Polarisierung des Mediensystems nachdenken, dann ist es schon wichtig, nicht immer nur auf Fox News zu gucken. Wenn man sich Umfragen anschaut oder auch automatisierte Analysen, Netzwerkanalysen, dann ist schon ziemlich deutlich, dass die etablierten, eher links positionierten Medien wie CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post nicht näher am Medianwähler dran sind als Fox News. Und insofern sozusagen immer die Annahme zu haben, es gäbe sozusagen eine sehr radikale Massenmedium sozusagen, das halt das rechte politische Spektrum bedient und dann gibt es sozusagen die Mitte, ist ein bisschen aus meiner Sicht eine Fehlwahrnehmung, die wir aus Europa manchmal haben. Es gab letztens eine interessante Studie vom Oxford Institute, die auch festgestellt haben, es ist wahrscheinlicher, dass linksstehende Medien in einer medialen Echokammer leben als Rechtsstehende, weil die rechtsstehenden Bürger haben sozusagen Fox News und alles andere, was sie konsumieren, sind eher in der Mitte oder in etwas links der Mitte stehende Medien. Also das heißt, dass rechtsstehende Medien häufig, Bürger häufig Fox News konsumieren, das ist auch häufig die zentrale sozusagen Medienplattform, aber dann eben auch, was weiß ich, USA Today oder eben auch mal ABC, auch mal CNN und so weiter gucken, während linksstehende Bürger völlig problemlos sozusagen mit NPR, Washington Post, New York Times und so weiter sich quasi in einem sehr homogenen medialen Umfeld bewegen können. Und das Fazit der Kollegen war, dass sozusagen, wenn es sowas wie mediale Echokammern in den USA gibt, dann sind die auf der politischen Linken wahrscheinlicher und größer als auf der politischen Rechten. Und ich glaube, insofern ist es immer wichtig, nicht immer nur auf Fox News zu gucken, bei allen Problemen, die Fox News hat. Und da gibt es auch genug Studien, die zeigen, welche qualitativen Herausforderungen, insbesondere im Kommentarbereich, dieser Kanal hat. Aber es ist durchaus eine Polarisierung, die auch die Gegenseite betrifft. Und das heißt, es ist nicht nur so, dass sozusagen Fox News zur Polarisierung beiträgt. Es sind zum Teil eben auch die eher links verorteten Medien. Wir haben jetzt hier einige Fragen noch bekommen. Ich galoppiere mal so ein bisschen durch. Die erste wäre, glaube ich, an Sie, Herr Jungherr. In den USA zeichnen sich Strömungen und Entwicklungen ja häufig ab, bevor sie dann nach Europa oder auch nach Deutschland schwappen. Inwiefern sehen Sie die Gefahr, dass bei uns auch die Zahl an Election Deniers sozusagen zunimmt? Und inwiefern ist das deutsche Wahlsystem vielleicht anders als das US-System dagegen besser gefeilt? Also ich glaube, es ist eine Frage des politischen Wettbewerbs, also der Frage, wie sich politische Eliten verhalten. Also in den USA ist ja diese Big Lie, wenn man so will, hat sich ja nicht deshalb verbreitet, weil alle Leute Fox News geschaut haben oder Facebook, sondern sie hat sich halt eben so stark verbreitet, weil ein Flügel der Republikanischen Partei sich eben entschieden hat, diese Position sehr, sehr aktiv zu vertreten und es letztlich zu einem Identifikationsmerkmal
eines echten Republikaners oder einer echten Republikanerin zu machen. Also wir haben es hier mit einer Parteielite zu tun, die in einem innerparteilichen Wettbewerb das als ein Signal und einen Spaltpunkt verwendet hat. Sowas ist tendenziell auch in anderen Systemen denkbar. Also wir sehen es ja eben in Deutschland in einigen der Randparteien, dass dort mit der Frage der Legitimität von Wahlen halt auch gespielt wird. Wir sehen aber auch, dass das eben eine Sache ist, die eben im Mediensystem eben sehr, sehr kritisch behandelt wird, also dass diesen Positionen eben kein Sauerstoff gegeben wird oder sehr wenig Sauerstoff gegeben wird. Und wir sehen es auch bei etablierten Parteien oder wir sehen es bei den großen Parteien, dass das hier kein erfolgreiches Mittel im innerparteilichen Wettbewerb als solches ist. Trotzdem, glaube ich, ist es eine spannende Frage, die sich gerade die CDU in Deutschland halt stellen muss. Wie geht man eben mit diesem strukturellen Druck aus, den wir ja eben in ganz unterschiedlichen konservativen Parteien weltweit gerade sehen, dass hier eben die Frage halt ist, wie gewinne ich eigentlich Wahlen und wie gehe ich damit um, dass unter Umständen ein Stammwählerpotenzial oder meine Stammmitgliedschaft sich, sagen wir mal, mit den dort vertretenen Positionen nicht 100% wohlfühlt. Also wie kriege ich die weiterhin eingebunden? Oder wie gehe ich damit um, dass wir rechts außen Herausforderer dort haben? Das ist eine strukturelle Herausforderung von der konservativen Partei. Und wir haben gesehen, dass in verschiedenen Ländern eben gerade konservative Parteien daran gespalten sind oder auch daran kaputt gegangen sind. Und insofern ist es, glaube ich, eine Frage, die sich da Parteistrategen sehr bewusst halt stellen müssen, wie sie diesen Risiko aus dem Weg gehen. Ich sehe das jetzt nicht als eine Notwendigkeit oder ich sehe das jetzt nicht als eine determinierte Perspektive, dass das auch passieren muss. Aber ich glaube, dass diese Herausforderung oder dieser strukturelle Druck, der auf den Republikanern gelegen hat, der auf den Republikanern letztlich seit 2008 halt liegt oder seit 2006 auch schon diskutiert wird, der dort eben mit einer Radikalisierung beantwortet worden ist, mit einem Sprung nach rechts, mit einer Ausgrenzung gegenüber anderen, dass dieser strukturelle Druck, den wir bei den Tories in England gesehen haben, der letztlich eben zu diesem, beeindruckenden Spektakel, jedenfalls von außen, solange man nicht in England wohnen muss, verbunden ist, dass das halt eben auch dazu führt, dass sich eben konservative Parteien generell diese Frage stellen, wie kann man damit besser umgehen? Mhm. Vielleicht noch eine Anschlussfrage an das, was Sie eben gesagt haben, Herr Hoffmann, ob das in Deutschland ähnlich ist mit den medialen Echokammern, dass Rezipienten alternativer Medien, in Anführungszeichen, eher weniger in Echokammern zu finden sind. Aus meiner Sicht, das hatte ich eingangs ja gesagt, sozusagen, wir haben unterschiedliche Resilienzen gegenüber Desinformation in unterschiedlichen politischen und Mediensystemen und das Mediensystem in Deutschland ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt sehr viel mehr massenmediale Angebote oder klassische journalistische Angebote, die quer über die politischen Lager hinweg konsumiert werden. Der öffentliche Rundfunk spielt ja auch eine sehr zentrale Rolle und insofern scheint mir die Gefahr von solchen medialen Echokammern geringer als in den USA. Man muss auch sagen, natürlich, es gibt in Deutschland auch Verlagshäuser, die sich eher links oder rechts positionieren. Aber Fox News ist immer als ein Gegenmedium gedacht gewesen, ist, als es von Murdoch gegründet wurde, schon als ein alternatives Medium sozusagen aufgebaut worden, um all die zuvor nicht bedienten, unzufrieden konservativen Rezipientinnen einzusammeln. Und diese Strategie hat ja auch glorios funktioniert, wenn man sich den Erfolg dieses Medienkanals anschaut. Und dieses Phänomen haben wir so in Deutschland nicht gehabt, wenn man sich die Etablierung und die Entwicklung der Medienhäuser anschaut, sind die nie sozusagen in Reaktion auf ein bestehendes Mediensystem aufgebaut oder etabliert worden. Das liegt natürlich auch an unserer Geschichte, dass wir sozusagen so einen Cut hatten und von dem aus sozusagen dann die Medienhäuser entstanden sind und sich verortet haben. Also insofern haben wir ein deutlich weniger polarisiertes Mediensystem, als das in den USA der Fall ist. Mhm. Andere Frage. Hat sich die Republikanische Partei gegenüber dem Verbreiten von Desinformation innerhalb den USA
eigentlich mal klar positioniert, abseits von den Pochen auf Meinungsfreiheit? Also gibt es da irgendwie einen Parteistandpunkt zu oder ist das einfach nur, jeder macht es halt, wie er lustig ist? Ja, ja, ich glaube, also ich glaube, das Parteiensystem ist halt sehr anders als in Deutschland. Also anders als jetzt in Deutschland, wo man dann sagen würde, okay, wie verhält sich denn jetzt das Willy Brandt-Haus oder wie verhält sich denn das Konrad-Adenauer-Haus zu diesen Fragen, ist das halt eben eine Frage des innerparteilichen Wettbewerbs. Und sie hatten ja sehr viele Republikanerinnen und Republikaner, die sich aktiv gegen diese Big Lie positioniert hatten. Also man denkt an Liz Cheney, die ja auch nicht im Verdacht einer liberalen Politikerin ist, also ihrer im amerikanischen Sinne, dass man da dann eben, also dass hier sehr wohl Stimmen in der Republikanischen Partei waren, die sich dagegen positioniert haben, aber die haben eben tatsächlich ihre innerparteilichen Primaries eben häufig verloren, also gegen radikale Kandidatinnen und Kandidaten, auf die dann die Medien auch mit einer großen Überraschung geschaut haben oder mit einem Unglauben, welche Positionen hier vertreten worden sind. Und genau das dann halt passiert unter Umständen, das, was Herr Hoffmann beschrieben hat, dass wir eigentlich Politikertypen haben, von denen man vernünftigerweise nicht erwarten würde, dass sie wählbar wären, aber jetzt halt eben in einer Welle oder in einem Gesamttrend dann vielleicht tatsächlich in den Kongress geschwemmt werden. Also insofern, also ich glaube nicht, dass es ein Zentralorgan der Republikanischen Partei gibt, das sich positionieren könnte. Es gab im innerparteilichen Wettbewerb Gegenpositionen, die haben sich aber in diesen Primaries nicht durchsetzen können. Und insofern ist, glaube ich, das also die aktuelle Position von Republikanern und Republikanern, die das oder also Kandidaten, die skeptisch gegenüber dieser Wahl darstellen. Da passiert dann das auch, was Herr Hoffmann beschrieben hat. Also dieser Punkt, ja, die Wahl war wahrscheinlich, es gab Unregelmäßigkeiten und deshalb müssen wir das Ganze anzweifeln. Also dass man eben so eine Art, dass man halt eben das Kool-Aid nicht auf Ex dann nimmt, sondern dass man sich halt eben versucht, sagen wir mal, differenzierter da zu äußern, aber zumindest mal halt auch nicht auf Konfrontation mit dem zu gehen, wo man vermutet, dass Wählerinnen und Wähler eben das von einem erwarten. Mhm. Ja, jetzt geht es langsam schon aufs Ende der Zeit zu. Vielleicht schaffen wir noch ein, zwei Fragen. Die Frage, die kommen musste, stelle ich jetzt mal an Sie, Frau Möller, ist natürlich spekulativ, aber wie schätzen Sie die Veränderung der Rolle von Twitter nach der Übernahme durch Elon Musk ein? Natürlich jetzt in Bezug auf Desinformation und dann in Bezug auch auf die Midterms. Ja, vor 2 Wochen habe ich noch gesagt, ich glaube nicht, dass so viel passiert, weil es ja so viele Mitarbeiter bei Twitter gibt, die man nicht so einfach überzeugen kann, jetzt was komplett anderes zu machen. Und weil sich ja auch die Gesetzeslage zum Beispiel hier in Europa nicht verändert hat. Ne? Also da müssen die ja weiter sich an den Code of Conduct zumindest halten und jetzt dann auch an die DSA und sowieso an das Netzwerksdurchsetzungsgesetz. Aber jetzt, wo es angefangen hat, bin ich mir meiner Sache nicht mehr so sicher. Heute war ja, glaube ich, eine ganz große Entlassungswelle bei Twitter. Ich weiß nicht, was davon jetzt noch übrig ist. Vielen wurde das Recht genommen, glaube ich, Desinformationen zu löschen. Im Augenblick wirkt es so, als würden da ganz große Veränderungen ins Haus stehen, aber vor allen Dingen, als ob es billiger werden wird bei Twitter. Und dann ist die Frage, wie viele wollen denn da noch bleiben auf dieser Plattform? Wie viele äußern sich denn noch da? Wie wichtig ist denn noch, was man dann auf Twitter sagt, wenn eben das Service-Level runtergeht? Am Ende ist es ja auch nicht so toll, in einem total toxischen Umgebung sich aufzuhalten. Und warum sollte jemand das dann noch tun? Also jetzt bin ich mir nicht mehr so meiner Sache sicher. Ich glaube aber, dass die Bedeutung von Twitter als Ganzes, die Bedeutung davon runtergeht, in dem Moment, in dem Twitter schlechter wird. Insofern, ja, es gibt da mehr Desinformation wahrscheinlich bald, aber vielleicht macht es weniger aus, weil wir das weniger sehen. Und dann vielleicht noch die letzte Frage, bevor wir zu den Abschlussstatements kommen. Vielleicht an Sie, Herr Hoffmann, welche Rolle spielen denn medial gestreute Desinformationen bei den jüngst kolportierten Bestrebungen, andere Bürgerinnen und Bürger vom Besuch des Wahllokals abzuhalten bzw. abzuschrecken? Gibt es dazu bereits Erkenntnisse? Puh, das ist eine gute Frage. Muss ich ehrlich sagen, ich kenne jetzt keine Studie dazu. Ich weiß nicht, ob die Kollegen eine gesehen haben. Okay, und wenn Sie jetzt, was denken Sie oder worauf deutet es vielleicht hin? Naja, also bei Desinformation, es wurde ja auch schon erwähnt, ist häufig das Phänomen, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Breite es letztlich medienvermittelt, also journalistisch vermittelt mitbekommen und nicht unbedingt, weil sie dem selber in den sozialen Medien begegnen. Und insofern glaube ich, um wirklich eine abschreckende Wirkung auf eine nennenswerte Anzahl von Wählerinnen und Wählern
zu erzielen, hätte das wahrscheinlich schon ein Thema sein müssen, das breit medial rezipiert wird, häufiger auf die Agenda gesetzt wird, häufiger wiederholt wird. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das bei diesen Gruselgeschichten, die zum Teil vereinzelt in den sozialen Medien kursiert haben, wirklich der Fall war. Gut, und ich glaube, dann schaffen wir auch die... Achso, gut, Frau Möller, Sie noch dazu. Ich wollte nur sagen, Demobilisierung funktioniert in Amerika auch darum besser, weil die einzelne Wahl, also zur Wahl zu gehen, in bestimmten Bezirken fast den ganzen Tag dauert. Also wenn man die Berichterstattung von den Wahlen sieht, dann sieht man ja diese endlos langen Schlangen. Und es ist zum Teil auch so gewünscht. Also das ist auch zum Teil systeminhärent. Und darum sind demobilisierende Maßnahmen so effektiv, weil wenn man sich dann entscheiden muss, soll ich an dem Tag arbeiten oder mich den mit meiner Familie verbringen oder mich da in die Schlange stellen, dann ist es natürlich eine ganz andere Überlegung, als wie ich die in 5 Minuten eben zur Wahl geht und dann wieder zu Hause ist. Gut, und dann kriegen wir, glaube ich, vielleicht noch die letzte Frage durch. Welche Rolle spielen denn neue Möglichkeiten, zum Beispiel per Deepfakes, inwiefern spielen Deepfakes bei der Verbreitung von Desinformation bereits eine nennenswerte Rolle? Das ist natürlich, das fragen wir uns seit 5 Jahren. Und ja, ich weiß nicht, ob da jemand von Ihnen was zu weiß. Also bisher scheint es jetzt zumindest nicht so durch die Decke gegangen zu sein. Ja, also provokativ würde ich mal sagen, und wir beforschen das aktuell, insofern will ich das Thema gar nicht kleinreden, aber aktuell würde ich sagen, spielt das keine Rolle. Aber also vielleicht als jemand, der in den letzten Jahren jetzt nicht aufgefallen ist, Desinformation als Thema überzubetonen, aber ich glaube, vielleicht hat es das in einem etwas counterintuitive in einem Bereich, also ich glaube, unter Umständen gar nicht mal die Videos, aber ich meine, man sieht es ja auch in den textgenerierten Modellen. Unter Umständen können wir in eine Phase, und das ist jetzt komplett spekulativ gesprochen, also wir sprechen jetzt nicht über aktuelle Wahlen, aber unter Umständen führt eben eine kontinuierliche, eine Schwemme von unauthentischem Content oder auch der Erwartung von unauthentischem Content, dem zu begegnen in digitalen Medien, in digitalen Kommunikationsumgebungen, führt unter Umständen letztlich dazu, dass das Vertrauen in etablierte Medien oder sagen wir mal die Abhängigkeit oder die Bereitschaft für etablierte Medien zu bezahlen größer wird und dass man dann halt eben sagt, okay, also ich verlasse mich jetzt nicht mehr auf meine eigene Recherche, die mir jetzt irgendwas hier im Internet produziert, sondern ich verlasse mich letztlich auf eben professionell dafür bezahlte Journalistinnen und Journalisten. Man könnte böserweise vielleicht auch davon ausgehen, dass das ein Grund der ständigen Präsenz von Desinformationen in Tageszeitungen oder Medien unter Umständen auch damit zusammenhängt, eben das Bedürfnis auf Seiten des Publikums zu wecken, sich der Konkurrenz im Internet zu informieren, sie davor zu warnen und eben tatsächlich zu den Bezahlangeboten wieder zurückzuführen. Also unter Umständen könnte hier halt auch eine der Motivationen sein, ständig eben über die vermuteten Gefahren dieser Art zu berichten, um den Wert des eigenen Produktes zu stärken. Und unter Umständen ist genau da der KI-produzierte oder die vermutete KI-produzierte Content-Welle eben dann nochmal ein weiterer Punkt, der letztlich dann dazu führt, dass Menschen sich eben aus diesen, sich zumindest mal für Informationszwecke, sich nicht mehr in diese Umgebungen begeben. Die Kehrseite ist dann, dass es nicht nur wertvoller wird dann, gut recherchierte Nachrichten, sondern es wird halt auch wesentlich teurer, gut zu recherchieren, weil natürlich gibt es Mittel, um Deepfakes zu entlarven, aber das ist so ein Wettrüsten quasi zwischen denjenigen, die die Deepfakes herstellen und denjenigen, die die Deepfakes entlarven wollen. Und das bedeutet am Ende, dass journalistische Produkte noch teurer werden. Und ja, es gibt dafür dann auch einen größeren Markt wieder. Aber es kann eine Situation auftreten, in dem eben nur noch ein Teil der Bevölkerung Zugang hat zu gut recherchierten Nachrichten, weil die eben so teuer werden und anderen das eher davon abgeschlossen sind. Und das kann zu neuen gesellschaftlichen Spaltungen führen. Vielleicht ist das der Effekt von Deepfakes, der mich selbst am meisten interessiert, weil ich stimme dem Herrn Hoffmann zu. Im Augenblick ist die Studienlage dazu sehr dünn. Also ich weiß von einer Studie, die auch einen sehr kleinen Effekt gefunden hat, aber eben wieder sehr klein. Gut, dann komme ich jetzt noch zu den Abschlussfragen und da ja eben die zusammenfassende Frage einerseits, welche Rolle spielt jetzt Desinformation bei den Midterms, welche Rolle kann sie noch spielen und dann vielleicht auch noch zielgruppenspezifisch die Frage, was können denn Journalistinnen und Journalisten jetzt tun, um dafür zu sorgen, dass weniger Desinformation verbreitet wird? Fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Herr Hoffmann.
Ja, die Frage ist irgendwie schwierig zu beantworten, finde ich, weil halt eben dieses Election Denial-Thema ein so zentrales Thema gewesen ist, wie wir jetzt besprochen haben. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, in diesem spezifischen Fall und in diesem spezifischen Kontext hat diese Desinformation eine maßgebliche Rolle gespielt für die Frage, wer aufgestellt wurde, wer zum Teil angesprochen wurde, scheinbar auch eine gewisse mobilisierende oder demobilisierende Wirkung. Das ist aber ein sehr spezifisches Phänomen und ich würde vor allem davor warnen wollen, daraus und vielleicht, ich erwarte in den nächsten Monaten einige Studien, die auch zeigen werden, dass es recht viel Desinformation gab, weil wenn man jetzt natürlich inhaltsanalytisch schaut, was diese Kandidaten verbreitet haben, man viele solche Posts finden wird, die sich irgendwie mit Election Denialism befassen und ich würde ein bisschen davor warnen, das 1:1 auf Europa und auf Deutschland zu übertragen. Das ist, glaube ich, ein sehr kontextspezifisches Phänomen. Das kann natürlich irgendwann mal zu so Kopieerscheinungen, sage ich mal, in anderen Demokratien führen. Aber ich glaube, wir haben ja einfach wirklich eine sehr seltsame, spezifische Konstellation im Moment in den USA, die dieses Thema halt unwahrscheinlich salient gemacht hat. Ja, vielen Dank. Dann die gleiche Frage an Sie, Frau Müller. Also welche Rolle Desinformation gespielt hat, noch spielen kann und was man vielleicht im Journalismus tun kann? Ja, also zu der Rolle, welche sie gespielt hat, darüber haben wir jetzt eine Stunde geredet. Deswegen beantworte ich Ihre letzte Frage. Was können Journalistinnen tun? Und dazu würde ich erst eine ganz kurze Lanze für die Desinformation brechen wollen, weil nämlich eine Gesellschaft, in der man die Wahrheit nicht herausfordern kann, keine Demokratie ist. Und es ist auch sehr wichtig, dass die Wahrheit herausgefordert werden kann und dass das darf, dass man das auch darf. Die Frage ist, wie groß ist die Bühne, auf der die Desinformation stattfinden kann? Ne? Und da haben die Journalistinnen, denke ich, eine ganz wichtige Rolle, nämlich die Art, in der sie darüber berichten. Und dazu hat Ihnen der Herr Jungherr vorhin erklärt, je mehr man diesen oft sehr seltsamen, die haben einen sehr hohen Nachrichtenwert, diese Desinformationsgeschichten. Je mehr Aufmerksamkeit, den man schenkt, desto breiter kann sich auch diese Desinformation dann indirekt verbreiten. Also indem man dem Thema als Ganzes vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit schenkt, kann man eigentlich was dazu beitragen, dass die Desinformation zwar da ist, aber die Rolle einnimmt, die sie tun sollte. Und das ist nämlich, dass es eine kleine Nebenschauplatz ist, in einem großen Wahlkampf, in dem ganz viele verschiedene Themen besprochen werden. Mhm, vielen Dank. Und dann natürlich die gleiche Frage noch an Sie, Herr Jungherr. Sie sind noch stumm? Ja, genau. 2 Jahre Corona-Lehre und das ist immer noch ein Problem. Also ich glaube, es sind hier 2 Punkte, die ich vielleicht ansprechen wollte. Also das eine wäre nochmal auf die Wirkung von Desinformation bezogen. Und ich glaube, da ist immer diese Frage nach dem Gedankenexperiment eben spannend. Was wäre denn, wenn wir keine Desinformation hätten? Und ich finde, das ist eben ein wichtiger Punkt, wenn wir über diese Wirkung der Big Lie nachdenken. Also wir sehen hier ganz zentral Desinformation, über die viel geredet wird, die zentral ist, die eine entscheidende Rolle im innerparteilichen Wettbewerb der Republikaner spielt, die deshalb auch den Wettbewerb insgesamt dadurch dann formt. Also es spielt offensichtlich eine Rolle. Jetzt ist aber dann die Frage, ist es dann tatsächlich eine wahlentscheidende Rolle? Und da wäre dann halt eben dieses Gedankenexperiment, wie würden denn eben Gläubige oder also Professed Believers an die Big Lie, wie würden die denn ansonsten abstimmen, wenn sie die Big Lie nicht hätten? Also würden sie sich dann über was anderes aufregen? Also und da wäre meine Vermutung, dass wahrscheinlich die Big Lie selber eben die Unterstützung von Republikanern eher abschwächt, als sie sie aktuell unterstützt. Also das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, eben auch ein Punkt, den sich eben Institutionen oder gesellschaftliche Machthaber oder einflussreiche Institutionen überlegen müssen und Eliten überlegen müssen, wie sind wir denn gerade in diese Situation gekommen? Also wie sind wir in eine Situation gekommen, wo offensichtlich absurde Verschwörungstheorien scheinbar so viel Sauerstoff und so viel Unterstützung eben haben? Und ist es tatsächlich so, dass es so absurd ist, dass Menschen eben zweifeln an einem gegebenen politischen System? Und das ist genau das, was Frau Möller beschrieben hat. Also wie hinterfragbar ist denn eigentlich Demokratie oder wie hinterfragbar sind denn eigentlich demokratische Eliten? Und musste ich an eine Verschwörungstheorie glauben, um nicht für Hillary Clinton zu stimmen? Also
oder um nicht für eine demokratische Partei zu stimmen oder Zweifel an der Lösungsfähigkeit der demokratischen Partei von großen gesellschaftlichen Aufgaben in den USA zu haben. Und ich glaube, da hat ja gerade der Westen und westliche Demokratien zunehmende strukturelle Probleme, die es eben in der Frage der Lebenshaltungskosten, in der Frage der beruflichen Perspektiven, in der Frage der Durchlässigkeit von Systemen eben damit betrifft, die eben vielen Menschen Anlass geben zu sagen, ich habe hier ein Problem, wie die Dinge aktuell laufen und deshalb wähle ich Herausforderer des Status quo. Dass diese Herausforderer dann provozierend auftreten, offensive auftreten, die diesen politischen Status quo eben auch beleidigen und auch sehr performativ unterhaltsam herausfordern, das ist dann halt eben unter Umständen eine Frage des politischen Stils, aber nicht ursächlich für die Unterstützung. Und ich glaube, deshalb müssen eben etablierte Institutionen, und das gilt für die Wissenschaft, das gilt für die Medien, das gilt eben auch für Parteien, eben auch sehr, auch ein Stück weit selbstkritischer an die Sache rangehen und eben dann halt auch sagen, okay, es ist eben nicht so, dass 50% der amerikanischen Wahlbevölkerung eben vollkommen abstrusen Verschwörungstheorien folgt und nur deshalb so wählt, sondern sie wählen trotz dieser abstrusen Verschwörungstheorien und trotz dieses problematischen politischen Stils diese Partei, weil sie das Gefühl haben, dass es ansonsten eben aus ihrer Perspektive halt auch politisch nicht besser wird. Und da muss sich dann halt die demokratische Partei fragen, wie kann denn das sein, dass wir so schlecht performen für so einen großen Teil der Bevölkerung, dass sie trotzdem diese Kröte schlucken und trotzdem diese Partei halt wählen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung des politischen Centers, also oder des Zentrums, den man sich insgesamt halt stellen muss und halt eben nicht diese Abkürzung nehmen muss und sagen kann, ja gut, die Wahlbevölkerung ist halt so deppert, die lassen sich von 3 Facebook-Posts hier einfach in ihrer Wahl total fehlleiten und sind falsch informiert und stimmen deshalb falsch ab. Ja, vielen Dank, Herr Jungherr. Dann ist die Zeit jetzt auch vorbei. Wir haben auch ein bisschen überzogen, sehe ich. Erstmal vielen Dank an die Journalistinnen und Journalisten da draußen für die Fragen. Dann natürlich vielen Dank an Sie, Frau Müller, Herr Hoffmann, Herr Jungherr. Genau, heute wird so schnell wie möglich die Aufzeichnung auf unserer Homepage veröffentlicht. Voraussichtlich Montagmittag veröffentlichen wir da dann auch das Transkript. Wenn Sie eine Audioaufzeichnung, die Videodatei oder vorher schon das maschinell erstellte und noch nicht überarbeitete Transkript brauchen, dann schreiben Sie uns gerne an redaktion@sciencemediacenter.de. Genau, dann können wir Ihnen das da schicken. Dann vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, später ein schönes Wochenende. Genau, und auf Wiedersehen.